Titelverteidigung geglückt. Der König von Wasserball Deutschland heißt auch weiterhin Waspo 98 Hannover. Die Niedersachsen krönen sich nach einem spektakulären 10:7-Sieg in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg zum 100. deutschen Meister der Wasserball-Bundesliga. Unglaublich, ist natürlich immer das schönste Ende von so einer Saison. Und dass wir jetzt auch diese Corona-Zeit mit so einem Titel abschließen konnten, ist einfach souverän und freut uns alle sehr natürlich. Bereits zu Beginn des Matches ist klar, beide Teams sind heiß. Nach zwei verlorenen Spielen in der Best-of-Five-Serie befinden sich die Spandauer in den schwarzen Kappen nun im Zugzwang. Und nachdem auch der Supercup Anfang Mai an die Hannoveraner ging, soll zumindest die Meisterschaft drin sein. Doch es ist ein schwieriges Unterfangen. Seit Einführung der Best-of-Five-Serie konnte noch nie ein Spielrückstand von 0:2 gut gemacht werden. Aber die Spandauer beweisen Stärke, führen nach den ersten 8 Minuten sogar mit 3:2. Es bleibt ein weiterhin enges Match, doch immer haben die Hannoveraner die Nase vorn. 5:4 der Stand zur Pause für die Gäste. Ja, man ist halt ein bisschen sauer, enttäuscht. Man hat die ganze Saison trainiert. Denn im dritten Abschnitt drehen die Hannoveraner richtig auf und gehen erstmals mit 3 Toren in Führung, lassen die Gastgeber und allen voran Torhüter Laszlo Baksa in ihrer eigenen Halle chancenlos. Getreu dem Motto Eyes on the Prize geht das Duell der Giganten in Runde 4. Doch auch da ist für die Berliner nicht mehr viel zu retten. Jörn Winkelhorst trifft zum Endstand von 10:7 und macht den Sieg für die Hannoveraner perfekt. Und das erstmals in glatten 3 Spielen. Wir waren, glaube ich, einfach jetzt in diesen Finalspielen einfach einen Tick wacher, einen Tick effektiver, und das hat uns letztendlich auch den Titel gebracht. Entsprechend enttäuschend die Saison für die Wasserfreunde, die sich bereits jetzt ihre Ziele für das nächste Jahr stecken. Durch hoffentlich Corona langsam zu Ende geht und wir uns noch besser aufs Training konzentrieren können, hoffentlich nicht so viele Ausfälle haben und mit der Liga auch früher anfangen können und somit auch noch mal besser im Spiel sind. Für Peter Kovacevic und seine Mannschaft die Saison also beendet. Doch für die Hannoveraner steht Anfang Juni noch das Final Eight in der Champions League in Belgrad an. Dort wollen sie sich auch international zu Siegern krönen.